Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. herzlich willkommen zu unserem Video 6.3 Bestimmung ganz rationaler Funktionen Teil 1. Wird auch wieder etwas, das aufgeteilt wird auf zwei Videos. Ihr seht schon, es geht themenmäßig zurück zu etwas, was wir ganz am Anfang des Kapitels gemacht haben, und zwar unser Temperaturverlauf für Karlsruhe. Im Video auch zu sehen in 6.1, das Gauß-Verfahren Teil 1, da ist das besprochen. Und ihr erinnert euch vielleicht, der Herr Thein sollte über die 12 Monate von Januar bis Dezember die Durchschnittstemperaturen messen. Und naja, er hat da ein bisschen geschludert, er hat es nur für 3 Monate gemacht, bisschen faul, für Februar, den 2. Monat, für noch den 7. Monat und für den 9. Monat. Was machen wir mit den anderen jetzt? Wie kriegen wir die? Ja, da hatten wir eine gute Idee, und zwar aufgrund dieses Bildes von Hamburg, das wir hatten, haben wir uns angeschaut, naja, das verläuft doch immer parabelförmig, das Ganze. Wir haben es hier mal so provisorisch eingezeichnet. Provisorisch. Ja, gut, einigermaßen, immerhin. Und haben uns überlegt, naja, so eine Parabel hat allgemein die Form a2x² plus a1x plus a0, drei Koeffizienten und eben dieses x² x. Und hier drüben wäre es x hoch 0 und das ist 1, deswegen steht hier nichts mehr. Und wir haben gesagt, das sind drei Unbekannte, die wir bestimmen müssten, um zu sagen, was für eine Funktion haben wir hier. Und wir haben drei Punkte als Informationen. Und wir haben euch damals zum Einstieg gesagt, das werden wir mit unserem linearen Gleichungssystem lösen können. Wir müssen uns aber erst allgemein damit beschäftigen. Das haben wir jetzt ausführlich gemacht. Das könnt ihr jetzt hoffentlich, wie man es macht, von Hand und geht her. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Wie geht's weiter? Und zwar können wir uns den ersten Punkt mal anschauen. Das f von 2 ist 6 Grad Celsius. 6 Grad 6 Grad Celsius. Celsius. Also f von 2 wäre gerade die 2 eingesetzt in die Gleichung hier unten. Das wäre also a2 mal 2 im Quadrat plus a1 mal 2 plus a0. Und das sind 6 Grad, wie es Herr Fähnrich gerade gesagt hat. Genau, wir lassen die Einheiten weg, weil in der Mathematik sagen wir einfach, das passt jetzt so, die Einheiten lassen wir weg, können so rechnen. Ihr probiert das mal für die anderen beiden Funktionen, also für die anderen beiden Punkte, Funktionsgleichungen, wie wir es hier gemacht haben, hinzukriegen. Und wir zeigen die Lösung in 3, 2, 1. Hier haben wir die anderen beiden. F von 7 ergibt 22 Grad, sehen wir hier. Und F von 9 ergibt 16 Grad. Das sind die Werte, die ich gemessen habe, eingesetzt in die Gleichung. So, und jetzt sehen wir schon, wir haben drei Zeilen, wo jeweils drei Unbekannte sind. Daraus können wir ein LGS bauen. Die erste Zeile machen wir schnell zusammen. Lass dich auch nicht verwirren, dass hier jetzt steht a2, a1 und a0. Vorher hatten wir x2, x1, x0. Aber es ist egal, welche Variable wir hier nehmen. Und x wäre doof, weil wir es ja schon als Variable in unserer Funktionsgleichung haben. Deswegen nehmen wir hier nicht x. Gut, wir haben 4a2, ist klar, plus 2a1 plus a0 ist 6. So, die anderen beiden Zeilen macht ihr jetzt gerade mal selber. Schreibt auch gleich die Matrixdarstellung drunter, damit wir es anschließend auch schnell in den GTR eingeben können. Lösung gibt es wieder in 3, 2, 1. So, hier sind die anderen beiden Zeilen. Wir haben es auch schon direkt in die Matrix-Schreibweise übertragen. Das geben wir jetzt in den GTR ein, wieder im Gleichungsmenü bei euch Equation. Wir haben ein lineares Gleichungssystem. Wir haben drei Unbekannte. Wir haben hier die Werte schon mal eingegeben. Alle hier raus, wisst ihr, wie es funktioniert, und lösen das Ganze über Solve. So. Und diese Werte können wir jetzt auch direkt mal aufschreiben. Alles heißt, hier oben heißt es an, aber das ist unser erster, das heißt, es ist unser a2. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. a2 ist minus 31/35. Ich kann hier runtergehen, das geht. Ordnung, das ist perfekt. Abt 1 ist 391/35. Und A0 ist minus 64/5. Gut, dann haben wir die drei Koeffizienten für unsere Funktion und können die hinschreiben. Genau, beziehungsweise wir können jetzt die Funktionsgleichung, die wir hier nur allgemein hatten, jetzt konkret aufschreiben, da wir die Koeffizienten haben. So, und damit lautet unsere Funktionsgleichung minus 31/35 x Quadrat plus 391/35 x minus 64/5. Und wie, als wäre das Magie, haben wir das vorher schon gewusst und haben es nämlich, diese Funktionsgleichung in GTR, schon eingetippt. Wir gucken uns das Graph mal an. Hier, da ist sie schon. Wir zeichnen sie auch mal. Gehen mal kurz, bevor wir es angucken, in den V-Window-Modus und zeigen, welche Grenzen wir gesetzt haben.
durch x-min 0 und max 12, also 12 Monate sind. Und bei den Temperaturen haben wir gesagt, wir wissen, es geht irgendwie ein bisschen in den negativen Bereich, also mal bis minus 5 Grad. Und hier oben wissen wir noch, ungefähr 22 Grad war der Wert vom Juli, den wir kannten. Wir haben mal bis 25 Grad gemacht, damit wir einen einigermaßen ordentlichen Bereich haben. Gut, gucken wir uns mal an. Sehen Sie hier auch wunderbar, gucken auch gleich mal, ob unsere Werte stimmen. Im Februar müsste es ja 6 Grad haben. Können wir gucken, ob wir richtig gerechnet haben. Also bei 2, da sehen wir y ist 6, das ist 6 Grad. Wunderbar. Jetzt gucken wir uns mal an, wie es im Januar eigentlich ist. Ah, nee. 22 passt. Passt. Ich habe gerade nochmal Juli geguckt. Okay, schau mal Januar. 1. Was sehen wir im Schnitt? Hat es im Januar, war ein sehr kaltes Jahr, wohl, wo das gemessen wurde. Minus 2,5 Grad. Also natürlich muss es nicht genau stimmen. Das ist ja so, sozusagen, wir haben das ja approximiert im Endeffekt. Wir sind genährt. Jetzt hier sozusagen, meine Annäherungszeichen wäre jetzt nicht so gut, aber wenn man sich überlegt, eine Parabelzeichen hätte ich wahrscheinlich hier schon etwas stärker knicken müssen und wäre auch im Negativen gelandet. Aber ich würde sagen, so schlecht. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Und man kann sozusagen aus dem Verlauf, den man jetzt hat, sozusagen die Werte für die anderen Monate entnehmen. Und das ist schon sehr praktisch und macht man auch im Alltag öfters. Gut, wir gucken uns einmal an, was wir jetzt genau gemacht haben. Bringen wir ein bisschen Struktur rein. Was haben wir hier gemacht im ersten Schritt, ganz am Anfang? Hier haben wir sozusagen eine allgemeine Funktionsgleichung aufgestellt, haben uns überlegt, einen Parabelpass dadurch. Bei Aufgaben, die ihr bekommt, müsst ihr manchmal noch die Ableitung allgemein aufstellen. Schauen wir uns aber gleich an, was das heißt. Genau. Dann haben wir als zweiten Schritt Sachen eingesetzt, die wir wussten, sogenannte Bedingungen, nämlich f von 2 muss 6 sein, f von 7 und so weiter. Haben daraus ein LGS gekriegt. Dieses LGS haben wir in Matrixform aufgeschrieben, also jetzt der dritte Schritt, weil jetzt lösen wir das LGS entweder von Hand oder mit dem ETR, haben die Lösung und im vierten Schritt setzen wir die Koeffizienten wieder in die allgemeine Funktionsgleichung ein und kriegen jetzt unsere Funktionsgleichung. Genau. Und diese vier Schritte schreiben wir uns allgemein auf. Und dann schauen wir uns an weiteren Beispielen an. So, ihr könnt ins Heft übernehmen. Funktionsgleichung einer ganz rationalen Funktion bestimmen. Das ist auch wieder ein Vierschritt. Der erste Schritt ist Aufstellen der allgemeinen Form der Funktionsgleichung. Bei uns war das diese Parabelform. Also f von x ist gleich und so weiter. Eventuell braucht man dazu noch die Ableitung, die erste oder zweite. Das werdet ihr in den Aufgaben jetzt auch gleich sehen, wann man die braucht. Zweitens ist, mit Hilfe der Bedingungen, die man hat, ein LGS aufstellen. Wichtig, ihr müsst immer so viele Bedingungen finden, wie ihr auch unbekannte Koeffizienten habt. In unserem Fall waren es 3. Wir hatten 3 Punkte. Drittens, lösen das LGS. Entweder von Hand oder mit dem GTR. Viertens, die Lösung dann wieder zurück in die Funktionsgleichung einsetzen. Und die aus 1. Genau, das Wichtige ist, vergessen Schüler manchmal, aber erst dann ist die Aufgabe dann auch gelöst, wenn die Fragestellung heißt, gib die Funktionsgleichung an. Dann darf man nicht hier aufhören. Gut, die vier Schritte schauen wir uns jetzt an einem Beispiel an. So, hier die Aufgabe zu diesem Thema. Der Graph einer ganz rationalen Funktion dritten Grades, diesmal dritten Grades, nicht zweiten Grades, hat in p minus 3, 0 eine Tangente mit der Steigung 3 und der Graph berührt im Ursprung die x-Achse. Stelle die Funktionsgleichung auf. Und der Teil hat schon gesagt, Funktion dritten Grades. Das heißt, die Funktionsgleichung muss anfangen mit x hoch 3. Also machen wir mal Schritt 1. Vielleicht nehmen wir den auch erstens. F von x ist gleich. Und wir hatten vorher die Koeffizienten a0, a1, a2 und a, nee, a. 2, a1 und a0. Genau. Manchmal werden die auch a, b, c genannt. Wir nennen sie jetzt mal a, b, c, weil sie manchmal auch so genannt werden. Das ist halt von Buch zu Buch ein bisschen unterschiedlich. Also fangen wir jetzt einfach mal an mit a mal x hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d. Eine Funktion dritten Grades, seht ihr, hat 4 Unbekannte. Und wir sehen oben Tangente und auch diese Schlagwörter berühren. Das heißt im Endeffekt, da ist auch, und Steigung sehen wir, Steigung. Die Steigung ist mal gefragt, das heißt, wir brauchen hier auch gleich die erste Ableitung. Können wir mal gucken, ob ihr die selber hinkriegt, hier allgemein die erste Ableitung zu bestimmen. Schreibt sie rechts neben dran und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, hier haben wir die Ableitung. F' von x ist 3ax² plus 2bx. Ich glaube, bis dahin ist relativ klar. Hier
haben wir C als Koeffizienten fürs x. X ist hoch 1, das heißt, es fällt weg, das C bleibt dann übrig, als ob da eine Zahl stehen würde. Und das D hat kein x, das fällt einfach weg. Wenn jetzt oben im Text irgendwo noch die Rede von sowas wie einem Wendepunkt oder so wäre, bräuchten wir auch die zweite Ableitung, dann könnten wir die hier auch noch hinschreiben. In dem Fall jetzt aber brauchen wir das nicht. Nö, brauchen wir nicht. Wir können direkt zum Schritt 2 gehen, wo wir im Endeffekt jetzt aus dem Text 4 Bedingungen finden müssen, denn wir haben ja 4 Unbekannte. Dann geht man den Text nochmal von vorne durch. Der Graph einer ganz rationalen Funktion dritten Grades hat in p, minus 3, 0, schon die erste Bedingung. Also f von minus 3 können wir direkt einsetzen. Also a mal minus 3, also a mal Klammer auf, minus 3 hoch 3, plus b mal Klammer auf, minus 3 im Quadrat, plus c mal Klammer auf, minus 3, plus d. Häufiger Fehler, der hier passieren kann, nicht aus Versehen anstatt im d ein minus 3 hinschreiben. Das passiert hier nun wieder mal. Das d bleibt immer sozusagen das Letzte, das kein x hat, bleibt. Da wird nichts mit dem eingesetzten Wert gemacht. Vorsicht. Ist gleich 0, dann haben wir es ja. Genau, das muss 0 ergeben. Gut, gehen wir mal weiter. Eine Tangente mit der Steigung 3. Herr Thein, wissen wir das, Tangente? Tangente, müssen wir in die Ableitung gehen? Genau, die Steigung war die Ableitung im Endeffekt. Die Steigung ist hier 3, aber was ist der x-Wert? Naja, vom Punkt, von minus 3. Hat in p eine Tangente. Genau, also f' von 3. Von minus 3. Genau, von minus 3, danke schön. Setzen wir direkt ein. Das heißt, auch wieder a mal 3a, wir müssen ja die Ableitung nehmen, 3a mal minus 3 im Quadrat. Hoch 3. Im Quadrat, jetzt sind wir im Quadrat. Vorsicht, auch hier aufpassen, jetzt wäre es mir schon fast passiert. Ja. Genau, wir sind an der Ableitung. Im Quadrat. Plus 2b mal Klammer auf, minus 3 plus c. C bleibt wieder einfach nur c, da passiert gar nichts. Genau, und die Steigung ist 3, also ist gleich 3. Ein bisschen will ich immer aufpassen, ob wir die Funktionsgleichung oder die Ableitung einsetzen. Gehen wir weiter. Der Graph berührt im Ursprung. Das heißt jetzt erstmal, der Ursprung ist Teil des Graphs, also der Punkt 0, 0 gehört zum Graph dazu. Das heißt, f vor 0, wenn man 0 einsetzt, a mal 0, b mal 0, c mal 0, dann bleibt eigentlich nur d übrig. D ist gleich 0. Das ist ganz schön, das heißt, wir haben hier schon was, das können wir direkt unterstreichen hier, wenn wir es mal haben. D ist 0. Super. Gucken wir uns das vierte. Im Ursprung die x-Achse. Denkt man vielleicht, da ist gar nichts mehr, aber das Signal wird berührt. Heißt ja, was berührt? Heißt ja, da ist entweder ein Tiefpunkt oder Hochpunkt. Das heißt, da ist die Steigung auch 0. Das heißt, f' von 0 ist 0. Machen wir f' von 0. Können wir auch so schön begründen wie der Teil vorher, wenn wir es oben einsetzen würden. 3a mal 0 im Quadrat 0. Ist 0. 2b 0 ist 0. Aber c bleibt übrig. C. C ist gleich. Auch wieder 0, weil das Ganze berührt ja, also die Ableitung ist 0. So, jetzt können wir gleich die Gleichung aufstellen und machen das auch mal direkt. Römisch 1 können wir direkt hinschreiben. Das ist jetzt Schritt 3. Ich meine, Schritt 3 ist immer löse die Gleichung, aber auch das Aufstellen direkt, um sie zu lösen, kann man auch da schon reinfassen. Römisch 1 hängt mit unserer ersten Bedingung zusammen. Also schreiben wir es auf. Minus 3 hoch 3 ist 27. Minus 27, also minus 27a. Minus 9b, plus 9b. Minus mal minus wie plus. Ja, entschuldigen Sie. Und jetzt würde man ja normalerweise hinschreiben, minus 3c plus d. Machen ganz viele. Ist auch richtig. Aber wir sind ja schlau und machen es einfacher. Wir schreiben ja auch nicht gerne so viel. C und d ist ja 0. Wissen wir schon. Wenn man es einsetzt, steht da 0 mal minus 3 ist 0. Plus 0 ist auch 0. Also das fällt alles weg. Haben wir noch die Lösung, ist gleich 0. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Getan hat's. Ja, dann würde ich mal sagen, ihr probiert jetzt, ob ihr 2 und 3 und 4 direkt hinschreiben könnt. 3 und 4 sollten euch sehr leicht fallen. Und die Lösung seht ihr in 3, 2, 1. So, LGS vervollständigt. Zweite Zeile kam dazu. Funktioniert im Prinzip wie die erste mit Einsetzen. Hier müsste man ja eigentlich auch plus c machen. Haben wir aber auch wieder weggelassen. C ist ja 0. Und ich habe hier die dritte und die vierte noch ergänzt. Entsteht aus der dritten und vierten Bedingung. Ja, aber man kann sich im Endeffekt sparen, also ihr braucht sie nicht ausschreiben. Aber der Vollständigkeit halber, so wäre das LGS komplett. Und wir lösen das jetzt gleich, kann man direkt lösen, braucht man sich in Matrix-Schreibweise umschreiben, macht man Strich hinten dran. Man sieht ja direkt, dass man die erste nur noch auf die zweite drauf addieren muss, damit in der zweiten Gleichung das a wegfällt. Los. Macht ihr jetzt direkt mal und dann schauen wir, ob wir da nicht schon direkt was Lösbares haben.
Die beiden Zahlen wurden addiert. Hier flog das 27 raus. 9 plus minus 6 sind 3b, ist gleich 3, bleibt übrig. Die letzten beiden haben wir jetzt hier wirklich nicht mehr ergänzt, die sind schon fertig und wir brauchen sie auch nicht für die anderen beiden. Hier können wir direkt durch 3 teilen. B ist 1. Das Ganze müssen wir nochmal einsetzen, oben in unsere 1. Minus 27a plus 9 ist 0, minus 9, das Ganze geteilt durch minus 27. Und dann haben wir a gleich 1 Drittel. Und kann der Teil direkt die Funktionsgleichung aufschreiben. Viertens, f von x ist gleich 1 Drittel x hoch 3 plus x Quadrat, weil b ist ja 1. Und c und d fällt ja weg, also sind wir fertig. Das heißt, das ist das Ergebnis, können wir auch nochmal unterstreichen, weil das ist das Hauptergebnis, das ist ja gefordert. Damit sind wir fertig und das ist jetzt auch die einzige Aufgabe des Videos. Ich hoffe, ihr seid damit gut zurechtgekommen und wie gesagt, im Unterricht machen wir noch Aufgaben wie immer. Macht's gut, tschüss. Bis dann, ciao.